herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Spider-Man 2. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind gerade dabei, unser Netzwerk wieder aufzubauen. Und werden deshalb mal eben rüberschalten zum Miles. Der soll irgendwie was dazu beitragen. Ich glaube, ich höre mich doppelt. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich schalte rüber. Mal sehen, was Miles zu sagen hat. Auf geht's. Da drüben. Sie konnte kaum atmen. Miles, hast du zu tun? Was brauchst du? Geh auf das Dach des Gebäudes in der Nähe. Das wird er tun. Ja, erste Folge mit dem Sandmann, das Intro. Mega, mega, wirklich mega nice. Ich glaube, ich habe noch nie so ein heftiges Intro gesehen. Vielleicht das Beste, was ich jemals gesehen habe. Wir machen den Hulk-Sprung. Jo, du klangst vorhin gestresst. Alles okay? Ja, ist bloß gerade viel los. Und ich habe Hunger und der Automat hat nur noch diese öden, natriumarmen Cracker. Oh Mann, wie blöd! Halb so wild. Also, ich gehe endlich dieses App-Upgrade an. Ich brauche nur noch ein bisschen Hilfe von meinen Friends. Irgendwas stand da, ich konnte das so schnell aber nicht lesen. Das du noch nicht verstehst, aber das wird sich gleich ändern. Sturzflug schneller werden. Das hat ja super funktioniert. Falsches Haus, oder? Was mache ich denn hier schon wieder? Bin schon wieder vollkommen überfordert. Okay, bin da. Es sollte dort irgendwo einen Starter geben. Hier ist nichts, was wie ein Starter aussieht. Vielleicht unter dem Sand? Na, da kommen wir doch der Sache schon näher. Was jetzt? Du wirst einen Friend drucken. Ich werde... Natürlich werde ich das. Jetzt kapiere ich's. FRND. Lass mich raten. Freundliche Relais-Netzwerkdrohne? Na dran, aber ist auch egal. Was zählt ist, dass sie raumzeitlich korrelierende Signale nutzt. Rechnungen in der Luft? Du bist ein Genie, Genki. Ach, du. Ich habe einen Weg für die optimale Netzwerkstabilität markiert. Folge ihm, damit das Signal stärker wird. Jetzt weiß ich auch, wie man lenkt. Aber gelingt mir trotzdem nicht so gut. Oh. Din. Okay, lokales Netzwerk ist verbunden. Haben wir geschafft. Locker flockig. Und auch er. Alles klar, bin unterwegs. Und auch er hat direkt eine Mission. Boah, das sieht so geil aus hier, so schön. Laut den Jungs ist Spider-Man im Waffenclub. Wir müssen verschwinden, bevor er hier ist. Hey, Hilfe gefällig? R1, schnell antippen, um Netzschießer abzufeuern. Schlüssel weg? Da vorne gibt's einen Schlüsseldienst. So viele Typen für einen Transporter? Ist doch übertrieben. Au. Schnapp die Spinne. Wie wär's? Naja, wenn ihr stattdessen einfach den Leuchten helft. Führe ein perfektes Ausweichmanöver aus, wenn dein Spinnensinn rot wird, um auszuweichen und automatisch ein Netz auf deinen Gegner, auf deinen Angreifer zu schießen. Freunde, entschuldigt, ich bin so aufgeregt. Und ich weiß gar nicht warum. Meine Bommel ist schon wieder weg. Hallo Freunde, willkommen auf der Party. Miho, geht es dir gut? Ja, Ma. Und bei dir? Sie. Ich helfe Gloria in Downtown bei Peace. Oh, hast du schon Mr. Zoom niedergetroffen? Nein. Worüber haben wir geredet? Spider-Man bringt dich nicht ins College. Mitgemacht, Ma. Versprochen.
muss los! Oh, noch einer. Puh. Was frühstückt der? Kühe? Pariere erst kurz vor einem Nahkampftreffer, um den Gegner ins Wanken zu bringen. Eine frühe Parade ist weniger effektiv. Jetzt gerade könnte ich in Physik abstrakte Gleichungen für hypothetische Situationen lernen. Diese Art von Physik gefällt mir besser. Da kommt schon wieder einer. Das war's für dich, Spider-Man. Erschieß dich, Spinne. Sagen die drei, die auf dem Boden liegen. Her damit. So, die Waffen lassen wir hier natürlich alle auf dem Boden rumliegen. App aktualisiert. Check das mal. Check was mal? Achso. Coole Sache. Online. Es gibt eine neue Anfrage. Es gibt eine neue Anfrage? Im Hochhaus gefangen. Gute Arbeit mit der App, Genki. Das wird vielen Leuten helfen. Danke. Miles, erledigen wir diese Anfragen und dann ab in die Schule. Ach ja, da müssen wir ja auch noch hin. Scheiße. Die Alte wird begeistert sein. Spider-Man! Rette uns! Ein Kristall brach durch die Wand und hat eine Gasleitung getroffen. Ein Kristall? Ein Kristall? So, geht am besten raus hier. Vorsichtig. Ja, lauft am besten einfach durch die Glut hier. Einfach da, wo es brennt, durchlaufen. Das ist immer das Sicherste, was man machen kann. Irgendwo brennt es, Feuer, da ist die gefährlichste Stelle. Am besten durchlaufen. So macht man das. Oh, da ist wirklich ein Kristall. Da ist so irgendwas faul. Hallo? Entschuldigung. Ich dachte, der ist im Knast. Immer noch da? Ach, das sind seine Lakaien. Dreieck gedrückt halten, um Gegner zu reißen. Und ein Brett hauen. Und nochmal reißen. Hopp. Schön. MJ hier. Wolltest mich mal melden? Ich kämpfe gerade wieder gegen Sandman. Ist der entkommen? Nein, ich bin beim Ref. Er sitzt vor mir. Aber ich habe so eine Ahnung. Moment. Lass mich mit seinen Ärzten reden. Wie jetzt? Er hat sogar eigene Ärzte? Was wollen die denn dagegen tun? Entschuldigung. Au! Okay, jetzt bin ich. Sag mal, ich bin Spider-Man, das macht man nicht. Schmetterschlag. Oh. Hab mit den Ärzten geredet. Gibt es bei dir so eine Art Sandkristall? Ja. Tatsächlich. Okay. Die Ärzte meinten, Markus Geist sei zersprungen. Also buchstäblich. Markus sein Geist. Was? Warum attackieren mich diese Sandtypen? Das sind wohl Teile seines Unterbewusstseins, die den Kristall beschützen wollen. Aber die Ärzte sagen, wenn du alle Teile wieder beschaffst, könntest du ihn wieder ganz machen. Nicht einfach, wenn man auf Sand gebaut ist. Also müssen wir wortwörtlich die Sandkörner wieder zusammenführen? Okay, Marco. Was hat dein Unterbewusstsein beschützt? Kristall zerbrechen. Eben war ich noch bei dir. Und dann warst du weg. Ein sprechender Kristall. Okay. Scheint aber ein Teil von Markus Erinnerung zu sein. Aber ich sehe gar keine Boxen. Das, ja. Ist jetzt nichts. Weiß ich nicht. Meinte, diese Kristalle sind in der Stadt verstreut. Ja, wollte ich gerade sagen. Gibt's wahrscheinlich mehrere von. Ich sollte Ausschau halten. Hey, kümmerst du dich um die letzte Anfrage? Ein VIP sitzt in einer Limo fest. Ein VIP? Bin dran. Wer denn? Genki, ist Mr. Sumida noch da? Ja, er ist gerade bei Haley.
Sie hält ihn für dich hin. Super! Ich hoffe, er sagt mir, wie ich meinen Aufsatz schreiben soll. Den hast du noch nicht fertig? Also, da ich schon die Zusage der ESU habe, könnte ich dir helfen. Nein! Du machst schon mehr als genug. Und wenn du mich ins College bringst, kann ich mir das dann ewig anhören. Ja, wohl wahr. Typische Freunde. Ich bin echt bereit für etwas Action. Ach, da sind noch mehr. Hey, bleib weg von der Limo! Das ist die Spinne! Auf ihn! Paparazzi sind schlimm genug, aber Paparazzi mit Waffen. Wisst ihr eigentlich, wie mies ihr seid? Warum könnt ihr die Leute nicht in Ruhe lassen? Scheiße, ich hab vergessen, wie man die Waffe wegnimmt. Ah, jetzt weiß ich wieder. Keine Waffen, dein Problem. Mit Waffen ist immer scheiße. Wenn die Waffen haben, bist du immer schnell am Arsch. Sehen wir uns mal den VIP in der Limo an. Warte, wir müssen den Anton noch mal kurz sauber machen. Klatsch. Ist ja oben. Ein bisschen, nur ein bisschen und dann, ja, wir wollen ja anständig aussehen. Wer ist der? Wer ist der Promi? Oh! J. Jonah Jameson. Oh! Das muss ich Spider-Man sagen. Er ist das. Er wird ausrasten, wenn ihn Spider-Man jetzt auch noch gerettet hat. In Ordnung, Mr. Jameson. Bringen wir sie ins Krankenhaus. Spider-Man, du solltest dir diesen VIP unbedingt mal ansehen. Bin schon gespannt. Dreh noch einen Hydranten zu, dann komme ich. Mr. Jameson, hier ist Spider-Man. Sind Sie wach? Ich komme! Von links! Hey, Spider-Man! Guck mal, wer da ist! Was? Wo bin ich? Spider-Man! Jonah! Mein Sonnenschein! Ist okay? Hilfe! Ich wurde entführt! Was? Nein, ich helfe Ihnen, Mann! Mach ein Foto davon! Maskierte Kriminelle entführen beliebten Zeitungschef! Manches ändert sich nie. Seien Sie bitte nett zu den Ärzten. Oh, Sie haben mich entführt! Gegen meinen Willen! Ich war nicht... Bedrohungen. Ich bin umzingelt von Bedrohungen. Aber J. Jonah Jameson geht nirgendwo hin, habt ihr kapiert? Ich gehe nirgendwo hin. Halt, was soll das? Wo bringt ihr mich hin? Geiler Typ. So nervig wie er ist, ich finde, so witzig ist er auch immer. Mr. Parker, wo sind Sie? Direktorin Evans. Hallo. Ja, ich bin es, Peter Parker. Tut mir leid, es war ein Notfall. Ich bin gleich da, versprochen. Ich sehe Sie besser in 10 Sekunden, sonst... Oh nein, schlecht. Alt. Krass, ich hab's wirklich getan. Tja, ich glaube, da brauchen wir gar nicht weiter reden. Der wird, der ist arbeitslos wieder. Ist das so miede? Oh, er ist gerade weg. Er sagte was von Urlaubsreise? Was? Das ist unglaublich, Haley. Und während du weg warst, habe ich erfahren, ich kriege das Rand-Stipendium. Ist das dein Ernst? Bro, das ist wie ein Vollstipendium. Oh. Ein großer Tag für alle. Hab echt was verpasst. Oh Mann, ich kann das nicht sehen. Aber ich kann auch nicht wegschauen. Direktorin Evans. Ja. Dass Sie sich hier blicken lassen. Ich weiß, es sieht nicht gut aus. Nicht gut? Es tut mir so leid. Sieht mir jetzt nicht gut aus. Ich weiß. Das ist absolut lächerlich. Ich wollte das wirklich nicht und es wird nie wieder vorkommen. Ich habe genug davon. Nein, ich... Keine Ausreden mehr. Ihr Job ist es, die Schüler zu beschützen, nicht sie im Stich zu lassen. Sie sind gefeuert. Bei allen läuft nur bei unseren Helden wieder, nicht? Das ist der Tribut, den sie zahlen. Für Alter, ihr Leben. Du bist Spider-Man. Um andere zu beschützen. Schwer sein, einen Job zu behalten. Aber ich wette, das kriegst du schon hin.
Könnte schon auffallen, dass die beiden das sind, oder? Ich meine, beide verschwinden auf Toilette, beide kommen zum gleichen Zeitpunkt wieder. Der eine trägt einen schwarzen Anzug und ist schwarz, der andere trägt einen normalen Anzug und ist weiß. Hey, tut mir leid, ja. Miss Jobs. Wir hatten auch schlechtere Lehrer. Weiter. Schreibe ich das in meinen Lebenslauf? Hör zu, beim New York Bulletin gibt es einen Fotowettbewerb. Ich habe gestern eins eingeschickt. Es ist nicht viel Geld, aber besser als nichts. Das ist Robbie Robertsons Zeitung. Wir waren früher beide beim Bugle. Ich glaube, ich weiß, was ihm gefällt. Danke, Miles. Kein Problem. Vielleicht schicke ich noch welche, wenn ich Zeit habe. Zeigt mir New York. Wie sagte immer, zeigt mir nicht die Stadt, zeigt mir New York. Und wie gesagt, das war jetzt nicht abwertend gemeint, dass er schwarz ist und einen schwarzen Anzug trägt, aber ich meine, es könnte auffallen, weil es ist ja oft so, dass die schwarzen Charaktere dann auch die dunklen Anzüge tragen oder heldenmäßigen Outfits tragen oder... Ja. Was absolut gut ist. Au, au, Entschuldigung, Baum, au. Au, schon wieder ein Ast, au, au, pff. Au, Entschuldigung, Wand. Oh, ich spiele mit dem Captain America Frisbee. Was machen wir? Achso, Foto. Zeig mir New York. Mach ein Foto. Nach oben wischen, um die Kamera auszurüsten. Hab ich. Warte, wir warten auf den richtigen Moment. Foto schießen ist mit R1. So. War das ein guter Moment? Einsenden und... Peter. War nicht so geil. Robbie, hi. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen unerwartet. Aber ich wollte dir nur sagen, dass ich ein Foto bei euch eingeschickt habe. Wunderbar. Damit können wir was anfangen. Ich muss zum Meeting. Aber wenn du die New Yorker Atmosphäre noch irgendwo anders einfangen kannst, schick es her. Schön von dir zu hören. Gleichfalls, Robbie. Danke. Sehr gut. Du hast Distriktfortschritt erzielt, indem du in Little Odessa Verbrechen gestoppt und Aktivitäten abgeschlossen hast. Karte öffnen. Die Karte zeigt und verfolgt Aktivitäten in allen 14 Distrikten New Yorks. Mit deinem Fortschritt in der Story werden neue Aktivitäten freigeschaltet. In jedem District gibt es 3 Belohnungsstufen. Die 2. Belohnungsstufe erlaubt dir, Schnellreisen innerhalb dieses Districts zu nutzen. Scrolle über einen Distrikt, um deinen Fortschritt zu verfolgen und siehe... Warte... Und siehe regelmäßig auf der Karte nach, um Gelegenheiten zu entdecken, wie du New York helfen kannst. Erkunde die Stadt, um Aktivitäten in der Nähe zu enthüllen und sie zu deiner Karte hinzuzufügen. Okay, hier haben wir ein Verbrechen und ein Foto. Was wir machen können, ich glaube, wir nehmen... wir haben Foto-Ops, FSDN-Anfragen, gesperrt, 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 gesperrt. Wir nehmen erstmal das Verbrechen, denn ich glaube, das ist das, was weniger da bleibt. Oder schneller weggeht. Alle hoppala. Was gibt's hier wieder? Oh, oh, Verfolgung jagt. Ich sollte etwas tun. Es ist Spider-Man. Fahr! Fahr! Man kennt es, das war auch in den anderen Teilen schon so. Bop. Gestoppt. Ein Punkt für die Guten. Hört zu, Freundchen. Reißt euch zusammen, ja? Das ist eine saubere Gegend hier und eine anständige Stadt. So, weitermachen. Oh. Scheinbar haben sie direkt ihren Kollegen eine Nachricht geschickt. Das Paar wird angegriffen.
Beeilung! Sieh mal, wer da in der Gegend ist! Ich wollte gerade dasselbe über. Ah, Malt ist auch hier. Nice! Das ist cool gemacht. Das könnte meinetwegen zur Gewohnheit werden. Klingt nach einer guten Ausrede, um ein Spider-Mobil zu bauen. Du hast bestimmt viel zu ausgeschaltet. Die Jungs werden das nicht glauben. Sag mal, kann ich ein Selfie machen? Komm. Gut. Ach, wieder ist ein Foto dazugekommen. Dann machen wir mal den Peter. Und knipsen ein paar Fotos. Überall voller Sand. Noch immer. Anzug voller Sand. Hol dir einen Ersatzanzug. Huch. Moin Jungs. Einmal lächeln bitte. Cheese. Auf eiskalt. Also nehmen Sie eine Jacke mit. Die werden Sie bei dieser Hitze nicht dabei. Wie sieht's aus? Gut, wenn es voll ist, postet. Na schön, dass sie auch mit mir interagieren, wenn ich die fotografiere. Ah, der Bodega Beef. Anfangs war es nur ein Streit David gegen Goliath, aber dann erfuhr Theo, dass das Maskottchen von der Bodega seinem eigenen ungewöhnlich ähnlich sah. Offenbar, um an seinem Erfolg teilzuhaben. Theo ist ausgeflippt. Da leuchtet eine Kiste. Diese Transaktion werde ich melden müssen. Das ist mein bester Stoff. Das nicht, das ist alles nicht. Ich störe euer Meeting nur ungern, aber... Moment, stimmt gar nicht. Spider-Man. Stimmt gar nicht. Er hat jemand klein gesprungen. Damit tust du dir bloß weh. Diese Brecheisen waren schon in den letzten Teilen immer Katastrophe. So. Seht ihr? Was ist das für eine Kiste? So ist das bei Geschäftsabschlüssen. Niemand rechnet mit Spinnen. Kriminelle haben überall in der Stadt Technikteile versteckt. Finde sie und nimm sie den Kriminellen ab. Ah. Alte Underground-Technologie. Underground-Technologie. Ist wie von Geiern zerpflückt. Ich sag mal jetzt Bescheid. So, hier können wir uns jetzt umziehen. Hier haben wir einen Kristall. Und hier haben wir noch ein paar Fotos. Holen wir uns erstmal den Kristall, sonst haben wir ja eh gleich wieder überall Sand in den Backen. Dann macht ja der Anzugswechsel keinen Sinn. Sieht aus wie einer von Marcos Erinnerungskristallen, die Miles erwähnt hat. Das sehe ich mir an. Da ist er. Ja. Ich dachte mir, dass wir uns wiedersehen. Sind jetzt so wiederkehrende Missionen, wo es halt mehrere davon gibt. Sand in den Stiefeln, Sand überall, ein Albtraum! Der wollte doch nicht gerade irgendwas auf uns werfen, oder? Aber ich glaube, wir sollten Marco doch schon helfen. Vielleicht wird er dann irgendwann auch eine Hilfe für uns. Spekuliere ich jetzt einfach mal drauf. Links, rechts, Kristall zerstören. Jemand beobachtet uns, Kilia. Aber mach dir keine Sorgen. Das ist mein Job. Marco glaubt, er wird beobachtet. Und er ist Kilia. Kilia? Ist das sein Kind, oder? Also ich weiß, er hat ein Kind, er macht ja auch vieles für sein Kind, das, was er hier macht, was definitiv nicht richtig ist, dass er es macht, aber er macht es halt überwiegend für sein Kind, für seine Familie. Oh, was ist das? Ah. Kommen wir da hin, bevor wieder irgendwo ein Verbrechen stattfindet? Meistens passiert das, ja? Was soll ich hier fotografieren?
schlecht. Einfach nur die Leute, oder was? Meine Großmutter sprach immer davon. Sie ging jeden Sonntag über die Brücke, um das frischeste Gemüse der Stadt zu kaufen. Aber einmal kam sie zu spät. Und der Typ vor ihr kaufte alle Tomaten. So lernte sie meinen Opa kennen. So entstehen die wahren Love Stories. Der Fahrer missachtet alle Verkehrsregeln. In New York gibt es illegale Straßenrennen? Große Federspinne! Ja, von euch. Aber schön, dass du es einsiehst, dass ihr einen großen Fehler gemacht habt. Hier ist ein Motiv. Den Rest überlasse ich den Behörden. Was ist denn das? Die feiern einfach hier drinnen. Das dürfte Robbie gefallen. Versteckte Oase. Ist das... Mann, ich bin seit Jahren nicht dort gewesen. Als wir noch im alten Bugle-Büro waren, haben wir uns dort versteckt, wenn Jonah kurz vorm Ausflippen war. An der Bar habe ich viele Aufträge fertiggestellt. Und Grasshopper vernichtet. Aber wenn du hier ein paar Intus hast, dann kommst du hier doch nicht mehr raus, oder? Aber man kann sich auch nicht wirklich wehtun. Man ist hier drinnen absolut sicher. Oder relativ sicher. Gut, wenn man denn aber besoffen rauskommt, ist man nicht mehr so sicher, weil man hier absolut schnell vom Dach fallen könnte. Tja. Schon wieder ein Verbrechen. Am Anfang ist das jetzt wahrscheinlich extrem gemacht, damit man die Stadt mehr erkundet. Oder erkunden kann. Deshalb denke ich, ist das jetzt so extrem, dass da die ganze Zeit irgendwelche Verbrechen kommen. Ich gehe mal davon aus, dass sich das legen wird. Ich kann es aber auch nicht versprechen, was aber auch nicht schlimm ist. Hey! Mischst du meinen Kampf auf oder ich deinen? Wir mischen das Verbrechen auf! Zack, zack! Der hat wieder so eine Keule in der Hand. Hopp. Zack. Toll. Ich muss los. Aber danke für die Hilfe. Okay, die beiden wieder. Die nächste Pizza nach dem Kampf geht auf mich. Also ich finde das cool gemacht. Muss ich gestehen. Holen wir uns noch den Kristall? Ein Sandkristall. Marco hat seine Erinnerung überall in New York zerstreut. Aber das hat er doch nicht bewusst gemacht, oder? So viele gute Witze. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Können wir es uns nicht leicht machen? So schwer sind die jetzt eigentlich nicht. Ach, der Schlingel. Nur weil er sich noch kurz vorher versteckt hat, hat der gute Spidey das Teil jetzt vom Dach geschmissen. Mal sehen, was in dem Kristall ist. Vielleicht bin ich paranoid. Aber wohin ich auch gehe, sehe ich sie auch. Bei der Arbeit. Im Laden an der Ecke. Im Park. Sie verfolgen uns. Marco hat sich viele Feinde gemacht. Ob sie ihn erwischt haben? Man weiß es nicht.
Auf jeden Fall hat man noch... haben wir einen neuen Kristall und wir können nicht durchatmen, denn schon wieder ist ein neues Verbrechen. Kümmern wir uns direkt drum. Ich meine, wir werden wahrscheinlich auch nicht alle... Idioten wollen da einbrechen. Alles schaffen, weil wir manchmal vielleicht einfach auch zu weit weg sind. Braucht ihr vielleicht etwas Hilfe? Wir müssen siegen! Ups, kriegst dein eigenes Eisen vom Kopf. Zack. So, hier drüben haben wir jetzt noch ein paar Kristalle oder ein Kristall und eine Kamera. Ich weiß nicht, wollen wir das noch kurz machen, bevor wir uns umziehen, aber ich gehe davon aus, dass dann wieder Verbrechen kommen und dann werden wir wieder darüber gehen. Ich gehe einfach mal davon aus, oder ich denke, das Klügste ist jetzt, wir gehen hier rüber, ziehen uns dann einen neuen Anzug an und gehen dann in die nächste Folge mit einem frischen Outfit. Wir werden, ich bin mir sicher, wir werden da sowieso nicht hinkommen, ohne dass jetzt irgendwas noch kommt. Irgendwas wird hier mit Sicherheit wieder kommen. Also wieder so ein Verbrechen. Aber dennoch ist das richtig gut gemacht hier. Die Grafik ist Wahnsinn. Sag ich doch. Ich mag Spider-Man, muss ich gestehen, auch sehr gerne. Egal jetzt ob Filme oder ich gucke noch heute sehr viele Cartoons. Habe ich jetzt vor kurzem sogar erst auf Disney Plus, das ist keine Werbung. Aber ich gucke sehr viel Disney Plus. Wenn ich keinen Fußball gucke, gucke ich Disney Plus. Oft auch mit meinem Sohn. Oder auch mit meiner Tochter, aber die hat noch ein bisschen wenig Interesse daran. Sie ist jetzt erst 3 geworden. Sie guckt es zwar, aber... noch nicht so begeistert. Nächster Halt, weg hier. Da haben wir auf jeden Fall noch eine Kiste. Aber ich krieg meine Tochter da schon hin, dass sie das gut finden wird. Ich muss ja mit ihr auch immer Elsa und so gucken. Oder Paw Patrol guckt sie aktuell sehr gerne. Und Peppa Pig. Ja. Und ich und mein Sohn, wie gesagt, gucken sehr gerne Cartoons, so Spider-Man oder Avengers. Haben wir auch vor kurzem erst geguckt, die Cartoon-Serie. Das ist schon ganz gut gemacht. Da muss ich schon hoch. Hallo, wo willst du hin? Oh, jetzt ist das wieder auf der anderen Seite, ne? Oh. Wir werden nie zum Anzug kommen. Wir werden jetzt einfach in jeder Folge immer kurz davor sein, den Anzug wechseln zu können. Und müssen dann aber wieder ein Verbrechen verhindern. Ein Panzerwagen wird überfallen. Ist heute Dienstag? Los geht's. Spät dran. Das brauche ich gerade gar nicht. Schön. Ich will nicht durchatmen. Ich will ein zuverlässiges Fluchtfahrzeug haben, wenn ich da. Hey, Miles. Hey, Tanzpartner gefällig? Ja, liebe Freunde. Oh, schick. Boah, fast den anderen noch mit weggeklatscht. Danke für die Hilfe. Ich will nur mit dir mithalten. Do. Ja, ich finde das gut gemacht, wirklich. Und so Kleinigkeiten, aber ich finde die gut. Au, au, au. Vogelnest im Haar. Zack. Wir haben hier noch einen liegen. Du hast
eine Stadtmarke erhalten. Mit Stadtmarken, Technikteilen und anderen Ressourcen kannst du neue Anzüge kaufen. Okay. Zum Fortfahren X drücken. Du kannst für deine Anzüge auch neue Varianten herstellen. Stelle die Variante für den verbesserten Anzug 2.0 her. Viereck gedrückt halten zum Herstellen. Anzüge mit Varianten besitzen zusätzliche zur Originalausführung drei alternative Varianten. Variante markieren, dann X drücken. Zur Auswahl. Zusätzliche Anzüge und Varianten werden durch deine Fortschritt freigeschaltet. Mann, erwirb sie, indem du Stadtmarken und andere Ressourcen sammelst. Aber ich will den nicht. Ich möchte den normalen behalten. Den hier. Guck mal, der ist so schön. So. Das hier war vom Vorbestellerbonus. Den müsste Miles eigentlich auch haben. Sage ich doch hier. Da hatte ich so einen Code für. Den habe ich eingegeben und dann... Ich glaube, das war der. Kann ja nur der gewesen sein. Ich tippe da jetzt einfach mal drauf, weil er schon freigeschaltet ist. Deshalb glaube ich, dass der das war. Ich habe zu Beginn so einen Code eingegeben, der auf meiner Verpackung gestanden hat. Ja. Gut. Ich würde sagen, reicht für heute. Hey, MJ. Hey, ich wollte dir was in deine Wohnung bringen. Ist die Hintertür offen? Keine Ahnung. Ich musste heute früh schnell weg. Ich treffe dich einfach dort. Okay, cool. Sind Miles und du gut in die Schule gekommen? Yep, yep. Was für ein erster Tag für dich. Oh, war Gott, ganz entspannt. Ja, das wird es sicherlich. War ganz entspannt, ganz entspannt. Ganz normal, die Kinder waren gelangweilt. Wir haben auf alle aufgepasst. Es war easy. Es war, wie es halt so ist als Lehrer, ne? So ein bisschen hier, so ein bisschen da, ein paar freche Schüler, aber ja, ein paar Rauchende auf dem Schulhof noch gefunden. Aber ansonsten war das eigentlich alles ganz interessant, uninteressant, so ganz normal. Ich pausiere kurz. Gut. Freunde, morgen geht's direkt weiter. Jeden Tag eine Spidey-Folge. Wenn ihr Bock habt, lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und sowas. Alles. Gut. Freunde, passt auf euch auf. Ciao, ciao.